Hallo, willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin mal wieder hier vor meinem Regal, habe auch ein Getränk dabei. In dem Fall ist es allerdings nur Cola Vanille sozusagen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder eine Dose auf. Nachdem ich momentan etwas Koffein möchte, damit ich noch ein paar Sachen erledigen kann. Ja, mal schauen, wie die Tonqualität von dieser Kamera ist. Also ich habe im Hintergrund ein kleines Netbook laufen. Kann sein, dass man dadurch ein leichtes Rauschen dann noch zusätzlich hört. Aber ich habe die Kamera an sich so eingestellt, dass die automatische Pegelkontrolle ausgeschalten ist. Das heißt, normalerweise hat man in leisen Passagen immer so ein zusätzliches Rauschen. So ein weißes Rauschen, weil er versucht quasi in leisen Passagen mehr zu hören. Also dreht er die Sensibilität hoch und das ergibt ihm dann diesen Effekt. Das ist jetzt auf so eine Art Mittelwert eingestellt, fix. Deswegen sollte es eigentlich ganz gut laufen. Ja, schmeckt wie das bekannte Cola halt mit Vanillearoma. Gut, und was wollte ich noch ganz kurz sagen? Also, weil ich jetzt gerade den Kommentar gelesen habe, sowas wie, naja, könnte ich das Video, was ich auf Vimeo hochgeladen habe, nicht auch auf YouTube hochladen? Eigentlich nein. Also, das Problem ist ja folgendes. Wenn ich jetzt alles doppelt hochlade, ist es für mich natürlich ein bisschen mehr Wartungsaufwand. Und noch mehr Upload-Aufwand. Dann das nächste ist ja, ich möchte die Leute ja ein bisschen dazu bringen, Vimeo mal auszuprobieren, fünfmal anzuklicken von mir aus, um mal zu schauen, wie das so im Prinzip läuft. Weil ich glaube, dass es auch für, sagen wir mal, Konsumenten oder für Zuschauer auch dort einen Vorteil hat, weil es ist werbefrei, soweit ich gesehen habe. Oder weil sie ja auch quasi Geld für die Pro-Partnerschaft verlangen oder verlangen können. Sozusagen ist es so, dass man dort auch werbefrei unterwegs ist, auch als Zuschauer halt. Und als Videodarsteller oder wie sagt man, YouTuber halt, also als jemand, der Videos produziert, hat man dort halt auch den Vorteil, dass man zum Beispiel ein bereits hochgeladenes Video durch eine neuere Version ersetzen kann. Also zum Beispiel, ich komme drauf, irgendwo habe ich einen Schnittfehler oder mir fehlt der Untertitel oder so. Kann ich dort hergehen und sagen, okay, ich habe dieses Video und ich möchte das mit dieser Videodatei ersetzen. Es bleiben die Aufrufe erhalten, es bleiben die Kommentare erhalten. Natürlich könnte man die Funktion noch ein bisschen missbrauchen, aber das möchte ich zunächst einmal nicht tun, natürlich. Sondern habe das bereits schon einmal gebraucht, um irgendwo was auszutauschen, wo ich mir gedacht habe, habt ihr noch nicht viele Aufrufe, aber wenn es schon geht, benutze ich diese Funktion gleich. Dann gibt es natürlich auch dieses Video aufbessern, also wo man irgendwie Effekte, glaube ich, oder Musik hinzufügen kann. Und sonst, die Kommentarfunktion ist nicht ganz so nervig wie diese kleine... Egal, ich stelle gar keine Vergleiche an. Die Kommentarfunktion finde ich ganz gut. Das Einzige, was mir ein bisschen aufwendig vorkommt, vielleicht geht das noch anders, wenn man bereits bei einem Video ist von jemandem, also zum Beispiel jetzt bei meinem Video, kriegt man, glaube ich, nicht allzu leicht dann die anderen Videos von der Person angezeigt. Na gut, man kann einmal auf den Nicknamen klicken, das geht. Ob es dann ähnliches Video, oh ja, rechts unten steht dann, glaube ich, noch Videos, sowas wie vier weitere oder so. Und dort sind dann, glaube ich, die anderen von, sind die weiteren von dem, der das eine Video halt eingestellt hat. Ja, dann mir kommt vor, es gibt halt weniger Spam. Naja, weil halt Zielgruppe nicht so groß ist. Es gibt aber durchaus nette Leute, also ich habe auch schon Kommentare bekommen von fremden Leuten oder halt von vielleicht fremden Leuten, ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal dort vorbeigeschaut hat. Und sonst, ja, es ist natürlich so, über die Google-Suche will man vielleicht, das müsste man halt austesten, ein bisschen weiter hinten gereiht sein, weil Google natürlich seine eigenen Dienste vielleicht eher weiter vorne einreihen wird. Aber sonst, ja, soweit eigentlich, das wollte ich erzählen. Genau das, was konkret der eine benutzt hat, gemeint, die Videos auf Vimeo kann er nicht anschauen. Da denke ich mal, kann zwar ein Pech sein, allerdings ich kann auch auf YouTube genug Videos nicht anschauen oder die fangen irgendwann an zu stocken bei Minute 3 oder 4 oder was weiß ich wo, wo ich mir denke, hallo. Und naja, jedenfalls, mein Tipp, wenn das Video nicht funktioniert, mal STRG und F5 drücken, das lädt die komplette Webseite neu. Dann, falls ihr einen Flashblocker, vielleicht Scriptblocker, wie auch immer habt, den halt auf zum Beispiel Vimeo mal deaktivieren, schauen, ob es angeht.
dann einen anderen Browser probieren, ist fast das Erste, was man tun kann. Üblicherweise für Internet Explorer wird sehr wahrscheinlich das meiste optimiert sein. Deswegen spätestens mit Internet Explorer sollte zumindest diese eine problematische Website oder das eine problematische Video vielleicht gehen. Und sonst schadet es eh nicht so sehr, die Browser abzuwechseln, weil, das sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema, weil natürlich mit den Cookies und so weiter das alles sehr transparent geworden ist für die Firmen natürlich. Also zum Beispiel, ich merke das in der Arbeit, wenn ich mit dem Internet Explorer surfe, ohne speziellen Add-ons dabei, und ich schaue mir mal irgendwann auf der Konrad-Seite irgendwas an oder suche mir vielleicht irgendein Bauteil raus, und auf einmal habe ich auf dutzenden Webseiten nur Konrad-Werbungen oder nur Werbungen, sowas wie, ja, dieses Bestandteil kriegen Sie dort und dort. Und ich denke mal, die wissen das ja schon ziemlich genau. Und dann geht man halt her, löscht den Cache oder den Zwischenspeicher, wie auch immer, und dann hat man plötzlich so allgemeine Werbungen oder so irgendwie normale Google-Werbungen halt stehen. Und aber kaum bist du auf irgendeiner Webseite drauf gewesen, hast du auf allen anderen Webseiten genau zu diesem Produkt die Werbungen. Sowas wie, bitte kauf mich doch endlich. Naja, wie auch immer. Ja, sind wir wieder bei Vimeo, wo es das halt momentan nicht gibt. Weiß nicht, ob sie das vielleicht umbauen werden, aber so viel dazu. Ja, ihr könnt mir ja eure Erfahrungen schreiben. Also ich habe, wie gesagt, von ein paar Leuten, glaube ich, schon gelesen, dass sie das toll finden. Von ein paar Leuten, die ich real kenne, weiß ich auch, dass sie dort Sachen hochladen. Von ein paar Leuten weiß ich nur, dass sie einen Benutzer haben, aber nichts weiter dort gemacht haben. Ja, was steht bei mir sonst an? Ich werde meinen PC demnächst mal wieder komplett entstauben, also irgendwie alle Teile mal, vielleicht nicht unbedingt ausbauen, aber halt die, die leicht ausbaubar sind, dann mal im Freien ausblasen, aussaugen. Und ja, dann werde ich vielleicht noch einen anderen PC ein bisschen aufbauen oder also verbessern. Da könnte ich auch noch vielleicht eine kurze Doku dazu machen, mal schauen. Ja gut, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Und das war's bei Pöli 1.